Meine Güte, was könnte man alles über She Loves You erzählen? Einen der größten Hits der Beatles und Lennon McCartney, ich würde sagen, eins der Meisterstücke von diesem genialen Songwriter-Duo. Er ist besonders, weil er ist nicht so typisch. Er fängt zum Beispiel mit dem Refrain an und das ist auch nicht immer so gewesen. She loves you, yeah, yeah, yeah. In der Art taucht dieser Refrain nicht mehr auf. Danach wird er gewandelt. Geht auf Moll zum Beispiel. Und der Titel ist komplexer, als man eigentlich denkt. Und das zeigt, dass die Beatles auch diametral weit weg sind von den Stones, von den etwas raueren Stones. Da steckt schon ein Konzept dahinter, was die Jungs hier gemacht haben. Der Song ist komplex, er ist besonders, weil er auch in der Wendezeit, nämlich 1963, entstanden ist, zwischen Mono und Stereo, Klammer auf, Stereo ist das, was wir heute alle hören, wo links und rechts was aus den Boxen kommt, ganz einfach gesagt. Mono kam alles damals aus der Mitte. Und George Martin, der legendäre Producer der Beatles, hat sich aber wahrscheinlich zu der Zeit noch nicht ganz getraut, auf das neue Medium Stereo zu gehen. Und deshalb ist der Song noch Mono. Das tut der Sache keinen Abbruch. Ich liebe die Beatles und ich wäre, und ich glaube, das kann ich stellvertretend für Millionen von Musikern sagen, nie zur Musik, zur Popmusik gekommen, wenn es nicht John Lennon und Paul McCartney und die beiden anderen gegeben hätte.